Ja, hallo erst einmal. Ich möchte euch zu meinem heutigen Video begrüßen im neuen Jahr. Da der Winter immer noch keinen Einzug gehalten hat, möchte ich mich aber darauf vorbereiten, falls es doch schneien sollte, um auf der Anlage auch freie Fahrt zu haben, habe ich heute mal die Dampfschneeschleuder ausgepackt, die Kassel 6481 von Märklin, mit eingebautem Dampfgenerator, Lichteffekt und einer Soundfunktion. Und wie gesagt, sie hat einen MFX-Decoder. Und dahinter habe ich mal die 9500414 der Deutschen Reichsbahn gespannt. Dann möchte ich mal das Licht anmachen. Das ist das normale Fahrlicht. Das ist das Arbeitslicht. Den Rauchgenerator. Mit dem Arbeitsgeräusch. Und dann können wir das Radfahrer noch mal drehen lassen. Dann merkt man, da wie ein schwarzes Rad gewählt hat, dafür weiß ich das auch nicht. Das sieht man relativ schlecht. Ich glaube, es gab meine Dampfschneeschleuder, die hat ein rotes Rad, das wird mir besser laufen sehen. Ja, und so kann man die Dampfprüfer mal die Dampfschneeschleuder, wie gesagt, mal über die Anlage fahren lassen. Dazu habe ich jetzt die Baureihe 95 hintergespannt. Und das kommt dann schon ganz gut, wenn man beides am Laufen hat. Das heißt die 95 und die Dampfschneeschleuder hat einen Lockpfiff. Ein bisschen mau, aber so kommt ganz gut rüber. So. Da die Dampfschneeschleuder keinen eigenen Antrieb hat, muss man immer eine Lok dahinter spannen. So, jetzt müsste es auch mal langsam anfangen zu schneien. So. Ja, wie gesagt, sie hat keinen eigenen Antrieb und das Vorderteil der Dampfschneeschleuder und der Tender bestehen komplett in Metall, aber das Fahrwerk ist in Metall. Und man muss uns schon eine zugstarke Lok dahinter spannen, um dieses Gespann zu drücken. Ich habe eine 42er dahinter gespannt. In meinem Kurvenbereich, Radius 1, tun sich die Beine dann schon schwer, vernünftig durch die Kurve zu kommen, weil die einfach zu schwer ist. Aber ansonsten ist es ein wunderschönes Modell, ich habe sie seit eigenen Jahren und lasse sie zur Winterzeit immer mal fahren. So, und damit möchte ich mich auch kurz verabschieden und wünsche euch allen noch einen schönen Tag und bis bald.